Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zur Chronik von Maler Mondschatten. Wir treffen unsere Nekromantin etwas nördlich der grasgrünen Schwelle wieder, im sogenannten verlassenen Dickicht. Das Dickicht spielte im Feldzug gegen Mordremoth keine große Rolle und nur vereinzelte Packtruppen werden hier eingesetzt. Doch eine dieser Packtruppen ist in unerwartete Schwierigkeiten geraten. Sie wurden von Banditen überfallen, die sich offenbar vom Fort Vandale tiefer in den Dschungel zurückgezogen haben. Maler bekommt einen Lagebericht von Truppführer Falgeir. Wir haben sie gar nicht kommen sehen. Sie haben einige unserer Soldaten getötet und den Rest gefangen genommen. Wir müssen sie finden. Sabeta führte den Trupp geradeaus weg. Ihre Wachen versperren den Weg. Bereitet euch auf einen schweren Kampf vor. Ehe ihr fragt, nein, ich bin nicht der verschollene Truppführer des Aufklärungstrupps. Das wäre ja auch zu einfach, oder? Wir hatten Mordrem-Bewegungen verfolgt, fanden dann aber Anzeichen von Menschenaktivität. Unser Zug ist seit Tagen marschiert. Darum haben wir hier ein Lager aufgeschlagen. Wir dachten, es wäre ein sicherer Ort zum Ausruhen. Mitten in der Nacht hat uns dann ein furchtbarer Angriff getroffen. Unsere Posten wurden sofort getötet. Danach ging es Schlag auf Schlag. Wir haben hart gekämpft, aber sie waren in der Überzahl. Sabeta befahl ihrem Trupp, Gefangene zu nehmen und zog dann ab. Wir sind ihr zwar entkommen, können sie aber nicht verfolgen. Sie hat eine Art Magieschild errichtet. Haltet die Augen auf. Wir haben ein paar Sachen gefunden, die die Banditen zurücklassen mussten. Die Auswertung könnte hilfreich sein. Sabeta hat den Trupp da entlang mitgenommen. Ihr müsst die magische Barriere zerstören, bevor ihr sie durch die Wälder verfolgen könnt. Wir wissen nicht, warum Sabeta sie entführt hat. Vielleicht zum Verhör, vielleicht für andere Zwecke. Die Bärin alleine weiß, was sich in diesen Wäldern alles rumtreibt. Nachts höre ich Schreie. Seid auf das Schlimmste vorbereitet. Unser Truppführer ist ein guter Mann. Er würde alles für seine Leute tun. Rettet ihn und tötet diese Feiglinge, wenn ihr schon mal da seid. Alle Banditen sind Abschaum, aber das waren die übelsten, die ich je gesehen habe. Die meisten begnügen sich ja damit, Karawanen zu überfallen oder normale Leute zu entführen. Diese Bande hat fast einen kompletten, gut ausgebildeten Pakterkundungszug vernichtet. Sie wurden von einer üblen Figur angeführt, einer gewissen Sabeta. Sie hat direkt vor meinen Augen einen Soldaten fast zu Asche verbrannt. Sie haben unser Lager verwüstet und jetzt haben sie unsere Soldaten. Die Bärin allein weiß, was sie mit ihnen anstellen. Seid vorsichtig da draußen. Ihre Wächter sind besser als alles, was ich je gesehen habe. Und ihre Offiziere sind besonders grausam. Aufzeichnungen des Pakts und der Banditen, die hier aufzufinden sind, berichten von einer Schockwelle, die sich von Süden her ausgedehnt hat. Maler kennt den Ursprung der magischen Schockwelle sehr gut. Sie wurde ausgelöst vom Tod des Dschungeldrachen Mordremoth. Seltsam. Das ist Architektur der Menschen. Aber warum hier? Der Paktspäher an der Mauer berichtet davon, dass des Nachts der Himmel hinter der Mauer aufleuchtet und eine Mischung aus Schreien und Singen zu hören ist. Was treiben diese Banditen hier? Es klingt auf jeden Fall nicht gut. Hier handelt es sich um die erste Schlachtzuginstanz von Guild Wars 2. Diese Inhalte sind sehr schwer und sind für eine Gruppe von 10 Leuten vorgesehen. Dafür bekommt Maler hier die Unterstützung des Ordens der Nebel. Diese Kämpfer suchen die schwersten Herausforderungen in Tyria und jeder Einzelne steht Maler und macht um nichts nach. Der Rettungstrupp ist gezwungen, einen Weg durch das Tal zu suchen und der einzige Weg führt an diesen Energiekreaturen vorbei. Der grüne Gegner erschafft Portale auf dem Boden, die eine schmerzhafte Teleportation auslösen. Diese sind zu vermeiden. So kann der Gegner auch bezwungen werden. Danach stellt sich der rote Wächter. Er ist gegen Malas Angriffe quasi immun, aber der Rettungstrupp verfügt über Fähigkeiten, den Wächter niederzuringen. Er führt Sucher mit sich, die enormen Schaden verursachen, aber diese werden immer wieder zurückgestoßen und damit harmlos. Der letzte Gegner erzeugt magische Spannungen, die kanalisiert werden müssen. Finden sich zu wenig Leute, erhalten alle Schaden.
Außerdem verfügt er über einen starken Schutz, aber der Rettungstrupp kann diesen entfernen und den blauen Wächter niederringen. Damit ist der Weg aber noch nicht frei. Die drei Wächter setzen sich zu einem Gegner zusammen. Der Rettungstrupp bereitet sich vor und Claire Inata lockt den Talwächter an. Der Talwächter kombiniert die Fähigkeiten der vorherigen Wächter. Die Kreatur wirkt wie eine Ansammlung von Energie und wie in einem Prisma teilt sie sich in ihre Aspekte auf. Im Kampf tauchen die farbigen Wächter wieder auf. Der Trupp muss sich aufteilen, um die Wächter niederzuringen. Der Talwächter und die Pylone sind nicht zufällig hier. Die Banditen konnten die Wächter beschwören, als sie sich zurückgezogen haben. Die Pylone sind alt, aber nicht antik. Man muss das Alter auf weniger als 250 Jahre schätzen. Hier muss ein mächtiger Zauberer am Werk gewesen sein. Der Talwächter liefert auch einen harten Kampf. Der Rettungstrupp kann die Energiekreatur aber besiegen, auch wenn die Streiter dabei etwas federn lassen müssen. Die Fußspuren führen hier lang. Wir sind ihnen auf der Spur. Damit ist auch die Energiebarriere beseitigt und die Retter können weiter vorankommen. Doch dann zeigt sich eine neue Gefahr. Er hat uns freigelassen! Das Tal ist von Geistern erfüllt, die alles angreifen. Der Rettungstrupp ist gezwungen, sich gegen die Geister zu wehren. Wie lange streift ihr schon durch dieses Land, ihr armen Seelen? So gelangen sie an eine offene Fläche. Und es zeigt sich, dass die Geister es dem Rettungstrupp nicht so einfach machen. Die Geister greifen alles Lebendige an, was sich hier bewegt. Wenn die Banditen hier durchgekommen sind, müssen sie wirklich ungewöhnlich mächtig sein. Die Geister sind mit dem magischen Sturm erschienen, der von Mortrimoths Tod ausgelöst wurde. Und die freifliegende Magie zeigt sich auch. Es öffnen sich Spektralrisse, die geschlossen werden müssen, da die resultierende Explosion alles Lebendige töten würde. Und die Geister hier sind außergewöhnlich mächtig. Mächtiger noch als die Geister aus Ascalon. Wie konnten hier mitten im Dschungel so viele Geister entstehen? Die Geister setzen den Rettern ordentlich zu. In der Menge offenbaren sich besonders starke Geister, die überraschend zuschlagen können. Und so plötzlich, wie der Sturm der Geister begonnen hat, ist er auch wieder vorbei. Sie wurden in ihren Tod geführt. Sie verstehen nicht, warum sie hier gefangen sind. Die Retter können weiterziehen. Und hier offenbart sich auch die Quelle der Geister. Ein ganzer Fluss von Seelen hat sich hier gebildet. Normalerweise gehen die Seelen nach dem Tod in die Nebel ein, doch irgendetwas hindert die Seelen hier daran. Hier fehlen noch ein paar Puzzlestücke. Der Rettungstrupp erreicht eine Empore. Der weitere Weg riecht nach einer Falle. Aber trotzdem, die Retter müssen weiter. Und die Falle schnappt auch gleich zu. Lauft! Töten Sie! Die Geister versperren den Weg mit ätherischen Wänden und eine Welle spektraler Energie schießt durch das Tal. Es entwickelt sich ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Die Retter müssen sich immer wieder den Weg freikämpfen und Spektralrisse schließen, während die Geisterwand immer näher rückt. Doch mit der letzten ätherischen Wand verschwindet auch die Gefahr. Doch die Geister sind noch lange nicht beruhigt. Ihr habt uns von unserem Zuhause ferngehalten, von unserer Familie, uns hier eingesperrt. Und nun wird das gemeinsam. Der Rettungstrupp erreicht einen kleinen Friedhof. Hier haben eindeutig Menschen gelebt. Passt auf, wo ihr hier hintretet. Doch auf dem Friedhof bietet sich auch die Gelegenheit, die Geister zu bannen, zumindest für den Moment. Die Retter verteilen sich und nutzen die Gelegenheit. Im Tal kehrt für einen Moment Ruhe ein. Ivy Ismail und Claire Inata kommentieren die Lage. Diese Geister treibt es schon seit Jahren um. Sie sind nicht im Krieg gestorben. Der Trupp wurde hier durchgebracht. Weiter! Doch damit ist die Gefahr nicht vorbei. Mutter, gib mir Kraft! Es stellt sich ein neuer Gegner. Wir kämpfen gemeinsam! Und wir werden unsere Rache erfahren!
An dieser Stelle, die vom Fluss der Seelen umgeben wird, können sich die Geister zu einem Monster zusammensetzen. Gorseval der Facettenreiche wird den Rettungstrupp nicht vorbeilassen. Die Retter sind zum Angriff gezwungen. Sie haben aber keine andere Wahl. Das Monstrum setzt spektrale Energien ein, um seine Gegner zu vernichten. Der Rettungstrupp wird zum Äußersten gezwungen. Doch Gorseval ruft auch noch Verstärkung herbei. Und es wird noch schlimmer kommen. Als Nekromantin erkennt Marla natürlich Gorsewalds Herkunft. Es ist eine Gruppe wahnsinniger Geister. Eine Abscheulichkeit der Natur. Um das Monstrum herum bündeln sich die spektralen Energien. Doch der Rettungstrupp kann auch dem Facettenreichen zusetzen. Gorseval ruft weitere Geister zu seiner Verstärkung. Gebt uns eure Kraft! Die Retter geraten in eine gefährliche Situation. Die spektralen Energien schränken ihre Möglichkeiten ein, aber wenn die herbeigerufenen Geister Gorseval erreichen, ist das Ende für die Tyrianer. Es gelingt ihnen, die Abscheulichkeit zu Boden zu bringen, aber der Hass der Geister ist ungebrochen. Die Retter konzentrieren sich auf das Monstrum. Gorseval wendet eine letzte Maßnahme an. Er versucht, die spektrale Energie in einen vernichtenden Schlag zu kanalisieren. Doch dann fällt das Monstrum. Und das fällt dann auch den Banditen auf. Sie haben es durch den Wald geschafft. Alle Mann an die Front! Nehmt sie gefangen oder tötet sie! Die Banditen sind alarmiert. Eindringlinge, vernichtet sie! 100 Goldstücke für jeden Kopf. Fangt an zu hacken. Ihr werdet sterben. Der Rettungstrupp bekommt es jetzt direkt mit den Banditen zu tun. Marla fällt eine fliegende Plattform in den Baumwipfeln auf. Das muss der Unterschlupf der Banditen sein. Die Banditen liefern einen heftigen Kampf, aber Clarinata hat einen Plan. Sie stellt ein Mesmerportal auf und der Rettungstrupp erreicht dadurch die oberen Ebenen. Die Angreifer müssen noch einen letzten Abgrund überwinden. Dann meldet sich auch ein Gefangener. Hier oben sind wir! Helft uns! Die Retter müssen nur noch einen letzten Verteidiger ausschalten. Dann erreichen sie die Plattform. Und dort stellt sich dann auch die berüchtigte Sabeta. Die Anführerin der Banditen nimmt die Dinge jetzt selbst in die Hand. Nutzlos! Wozu bezahle ich euch? Ich kümmere mich selbst drum. Der Rettungstrupp ist schon ganz nah an seinem Ziel. Aus den Baumkronen hinter der Plattform machen sich die Gefangenen bemerkbar. Hier drüben sind wir! Helft uns! Der Rettungstrupp zögert nicht länger. Sie gehen zum Angriff über. Bereitet die Käfige vor. Wir haben Besuch. Und schon bald zeigt sich Sabetas Liebe zum Feuer. Brenn! Brenn! Sie versucht, den Rettungstrupp mit einem Flammenwerfer auszuschalten. Die ganze Plattform ist eine Falle für die Retter. Kanonen um die Plattform herum werden enthüllt und nehmen die Streiter unter Feuer. Marla übernimmt die Aufgabe, die Kanonen auszuschalten. Doch Sabeta hat noch ein weiteres Ass im Ärmel. Können durch Löcher ziehen. Lasst ihre Eingeweide fliegen. Gebt alles, was ihr habt. Sie ruft einen ihrer Kämpfer herbei und begibt sich per Schattenschritt zu einem Bombenhaufen. Doch dieser Handlanger, Kernen, kann nicht lange gegen die Retter bestehen. So mischt sich Sabeta wieder in den Kampf ein. Die Banditenanführerin hat jede Rücksicht verloren. Es scheint, sie spekuliert darauf, die Plattform zum Absturz zu bringen, um den Rettungstrupp loszuwerden. Dann ruft sie noch einen weiteren Handlanger. Fäustling, hört auf! Ich kann euch hinführen. Ich bringe euch zu... Haltet die Schnauze! Als Fäustling unter Druck gerät, scheint es mit seiner Loyalität vorbei zu sein. Der Rettungstrupp gewinnt so langsam die Oberhand. Marla schaltet wieder eine der Kanonen aus, doch auf dem Weg zurück unterläuft er ein fataler Fehler. Sabetas Flammenwand erwischt die Nekromantin. Die Banditen kämpfen jetzt verzweifelt und ohne Rücksicht auf Verluste. Dem Orden der Nebel gelingt es aber, die Banditenanführerin auszuschalten. Und dann
helfen sie auch unserer Silvari wieder auf. Die Retter durchsuchen das Banditenlager und finden auch die gesuchten Paktsoldaten. Natürlich teilen die Gefangenen ihre Beobachtungen mit. Die Banditen haben uns durch den Wald hierher geführt. Fast hätten wir es nicht geschafft wegen dieser Geister. Wir haben sie auch gesehen und eine große Gruppe auf dem Weg hierher bekämpft. Sie sind kein Problem mehr. Da bin ich mir nicht sicher. Geister kehren gewöhnlich zurück. Und diese Geister waren über irgendwas besonders verärgert. Ein Gerüchtehüter gibt gute Hinweise. Diese Banditen, diese Söldner umzingelten uns und brachten uns dann hierher. Was ist mit eurem Truppführer geschehen? Keine Ahnung, die Soldaten haben ihn abgeholt. Sie sahen anders aus. Sie können aber noch nicht weit sein. Sie sind zu Fuß unterwegs. Versprecht mir, dass ihr ihn findet. Er ist der Grund, warum wir alle noch leben. Er sagte, sie könnten mit ihm tun, was sie wollten, solange sie uns in Ruhe ließen. Er ist das Herz dieses Trupps. Ihr habt mein Wort. Der Truppführer wurde also noch weiter in den Dschungel gebracht. Die Rettungsmission ist noch nicht vorbei. Ein Historiker der Abtei Dormant teilt noch besorgniserregendere Neuigkeiten mit. Vor ein paar Tagen ist einer der Söldner tiefer in den Dschungel vorgedrungen. Ich höre des Nachts immer wieder Schreie und sehe Lichtsalven. Irgendetwas geht vor. Ich glaube, euer Truppführer könnte dorthin gebracht worden sein. Ruht euch aus und sammelt euch. Erstattet mir nachher Bericht. Dem und dem verschwundenen Truppführer gilt es, noch nachzugehen. Aber zunächst kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Auch wenn die gefangenen Paktsoldaten befreit sind, bleibt der Truppführer noch verschwunden. Diese ganze Jagd im Geistertal hat einige Fragezeichen aufgeworfen. Diesen werden wir in der nächsten Episode nachgehen, im Erlösungspass. Mein Dank geht an dieser Stelle an die Stammgruppe 5 des Ordens der Nebel, Ripleys Raidrudel, dass sie diese Aufnahmen möglich gemacht haben. Wer gerne sehen möchte, wie die Stammgruppe und der werte Erzähler diese Instanz gelernt haben, kann sich das Tagebuch der Stammgruppe 5 ansehen, das auch auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da oder wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!